Weiter geht es mit einer weiteren Folge Fix It, der Handwerker Simulator. Wir machen weiter mit dem nächsten Kundenauftrag. Dafür suchen wir uns gerade einfach mal einen am Computer raus. Wir gehen dafür einfach mal auf die Auftragssuche und dort schauen wir jetzt einfach mal, was es hier noch gibt. So, es sollen Gartendekorationen angeliefert werden. Okay, finde ich jetzt nicht so spannend auf den ersten Blick. Werden wir natürlich auch noch machen. Auch hier Gartendekorationen anliefern, Sperrmüll abholen. Das hatten wir schon. Bodenfliesen entfernen. Hier auch nochmal Sperrmüll abholen. Nochmal Bodenfliesen, Sperrmüll, Wandfliesen im Badezimmer entfernen. Nee. Hier, das klingt doch gut. Es sollen neue Wandfliesen im Badezimmer verlegt werden. Ich glaube, das kriegen wir hin. Okay, wir brauchen ja also 6 Packungen, so wie es aussieht, Fliesen I. Die müssen wir dann gleich entweder beim Baumarkt abholen oder bestellen und anliefern lassen. Ich würde sagen, wir lassen uns einfach mal anliefern. Und dann müssen wir hier zum Kunden fahren. Da sind wir aktuell. Da ist der Kundenauftrag. Alles klar. Ich würde sagen, wir nehmen einfach den Auftrag an. Bringt uns 3030 Geld. Klingt eigentlich wunderbar. Und wir merken uns einfach gerade mal Fliesen I. Genau. Fliesen I, 6 Packungen. Kriegen wir hin. So, Auftrag wurde angenommen. Dann schließen wir das hier wieder. Dann gehen wir hier auf Malerbedarf, war das, glaube ich. Fliesen I. Wo haben wir die denn? Da. Das müsste die sein. Fliesen I. Kosten 75 pro Pack. Wir brauchen davon 6 Stück war, oder 6 Packungen waren es, glaube ich. Und mit denen müssen wir jetzt zum Kunden fahren, würde ich mal jetzt einfach vorschlagen. Und dann können wir da weiterarbeiten. Ja, jetzt sieht man hier aber auch schon, man hat ja hier nur begrenzte Anlieferungsplätze. Und ja, das heißt, diese 6 Packungen fließen, die haben jetzt da schon ordentlich Platz weggenommen. Aber die bringen wir jetzt einfach zum Kunden. Was heißt einfach zum Kunden bringen? Jo, es wird wahrscheinlich wieder ein Kampf, die Fliesen aufzuladen. Aber ich gebe mein Bestes, ich schmeiße die einfach mal mit Schmackes da ins Auto rein und hoffe, dass ich nirgendwo dran stoße, damit mir nicht die Packen wieder aus der Hand fällt. Oh, das hat sich schmerzhaft angehört für die Fliese, aber naja, da musst du jetzt einfach mal durch. Putz, das hat sich wieder nach einem Terry-Schlag angehört aus dem Gym-Simulator 24 und nein, ich habe das Auto berührt. Direkt mal die Packen aus der Hand gefallen. Ich bin mal gespannt, ob ich dann beim Kunden auch alle Packungen einzeln in die Wohnung bringen muss oder ob das reicht, wenn das irgendwie im Auto davor steht. Müssen wir mal schauen. Ich denke mal, dass wir alle Packungen dann auch wirklich in die Wohnung schleppen müssen. Da würde ich mich jetzt schon nach einem Kollegen sehen, der mir da ein bisschen schleppen helfen kann. Aber gut. So. Dann fahren wir mal los. Denke mal, rausfallen können die Fliesen jetzt nicht so wirklich. Die machen halt während der Fahrt, wenn man lenkt, immer komische Geräusche. Das weiß ich nicht, sollte vielleicht während der Fahrt auch nicht sein. Aber egal. So, wir müssen jetzt hier rechts entlang fahren, sonst kommen wir nicht zum Ziel. Ich die Map richtig verstehe. Während auf meiner, beziehungsweise im Heckladebereich, sich die Fliesen gegenseitig gerade die Seele aus dem Leib prügeln, so wie es sich anhört. So. Machen einfach mal die Minimap wieder an. Ja, hatte ich in der letzten Folge erwähnt, dass die KI-Fahrzeuge einen manchmal nicht gescheit wahrnehmen? Das war wieder so ein Moment. Ja, einfach beim Abbiegen den Spieler übersehen. Das passiert hier sehr gerne mal. Hab's ja, ups, wir müssen geradeaus. Das habe ich ja in der letzten Folge schon angekündigt, dass die nicht immer so schlau unterwegs sind. Jetzt ist da durch die Heckklappe durch eine Packung Fliesen gefallen. Ich bin sogar fast dafür, dass die Materialien hier ansnappen sollten in dem Spiel, wenn man die transportiert. Oder halt nicht durch die Heckklappe durchfallen und sich auch nicht auf der Heckklappe bzw. im Heckladebereich rumprügeln. Das muss nicht sein. Ist auf jeden Fall noch verbesserungswürdig. Weil die Geräusche während der Fahrt stören schon so ein bisschen. Sodass da die auch halt überhaupt nicht zum Material passen. Und ja, so wie es aussieht, muss ich irgendwie komplett kompliziert da hoch. Also ich kann nicht direkt vor die Tür fahren. Wir haben ja überall so Treppen, die da hochführen aufs Grundstück, aber das ist eigentlich nicht den Weg, den ich einschlagen möchte. Aber hier können wir reinfahren. Das passt schon besser. So, dann parken wir doch gerade hier einfach mal auf dem Parkplatz. Was ein Gewusel hier. Aber die Personen laufen sowieso durchs Fahrzeug durch. Man kann auch keine Person umfahren. Hier der Parkplatz ist auch ein bisschen klein geraten. So fühle ich mich manchmal mit meinem Mondeo. Aber das ist schon enorm kurz geraten. Naja. So, dann rennen wir gerade mal zur Kundschaft rein.
Müssen wir nur zum Symbol rennen. Zack, schon sind wir hier. Okay, ups. Gerade ein bisschen arg hart hier abgesetzt. Okay, im angezeigten Bereich müssen neue Fliesen verlegt werden. Okay, das ist auch nur wirklich hier in dem Raum. Und wenn es so kleine Fliesen sind, dann haben wir auf jeden Fall unseren Spaß. Also mit der rechten Maustaste können wir die Fliesen jetzt auspacken. Mit der linken Maustaste nimmt man die dann einfach auf. Und dann können wir es mit der Taste F bestätigen. Und jetzt müssen wir hier jede einzelne Fliese an die Wand bringen. Das heißt, ich muss jetzt hier hunderte Male einen Mausklick durchführen. Ja, das ist Fingertraining. Ja, in ein paar Wochen, wenn ich das Spiel spiele, dann habe ich so einen richtig trainierten Zeigefinger. So, die erste Reihe haben wir überstanden. Und oben links sieht man noch die Anzahl der Fliesen, die ich gerade noch im Inventar habe. So, das war's schon. Mehr habe ich nicht. Das heißt, wir gehen jetzt wieder raus zum Auto. Ich würde jetzt auch, glaube ich, erstmal alle Fliesen nach oben bringen. Ja, machen wir es gerade einfach mal so. Heckklappe auf. Ach, ich habe das Auto wieder berührt. Naja, übrigens, wir spielen hier immer noch eine Preview-Version. Ja, die kann natürlich noch Fehler enthalten oder mal nicht korrekt funktionieren oder Problemchen machen oder. Davon nicht stören lassen oder irritieren lassen. Wir schauen auch dann nochmal zum Release-Tag bei diesem Spiel hier rein. Ich wollte es jetzt sowieso die nächsten paar Tage spielen. Und somit kommen wir eh über den Release. Release ist ja der 4.6. Ist ja schon bald, beziehungsweise wenn die Folge rauskommt. Muss ich gerade mal überlegen. Wir haben heute den 1.6., an dem ich aufnehme. Dann haben wir morgen Sonntag ist der 2., Montag 3., Dienstag der 4. Also Dienstag kommt es raus. Ja gut, Dienstag wird es wahrscheinlich auch nochmal eine neue Folge geben am Release-Tag. Mal schauen. Spätestens Mittwoch gibt es dann nicht mehr die Preview-Version, sondern die normale. Ach, jetzt bin ich wieder gegen den Türrahmen gekommen. Putz! Bevor nur irgendjemand die Fliesen hier klaut, da muss man ja auch mal aufpassen. Räumen wir lieber alles direkt mal hoch in die Wohnung. Kann halt im schlimmsten Fall sein, dass ich irgendwie Packungen nicht brauche, weil das Spiel wieder zu gnädig ist. Dann habe ich hier Packungen übrig. So. Die letzte Packung. Schmeißen wir gerade mal hier runter, dass ich die Klappe wieder zumachen kann. Und dann machen wir weiter mit dem Fliesen verlegen. So. Okay, kann ich aber so nicht auspacken, wenn das auf so einem Stapel liegt. Deswegen, ups. Einmal hier so. Zack. Ich könnte jetzt hier wahrscheinlich auch mehrere Packungen einfach mal platzieren. Und aufnehmen. Genau, jetzt habe ich 100 Fliesen einstecken. 150. Die eine Packung lasse ich aber mal zu. Falls wir, wie gesagt, nicht alles fließen müssen. Dupdi-dupdi-du. Wenn Fliesen verlegen auch nur in der Realität so einfach wäre. Einfach nur dran klicken und fertig ist. So, nächste Reihe. Puh. Schon ein bisschen anstrengend für die Finger. Da bräuchte ich jetzt meine kaputte Maus, die ständig sowieso geklickt hatte oder Doppelklicke gemacht hatte. Dann hätte ich hier ratzfatz das abgearbeitet. Naja, aber ist ja auch mal schön, wenn ein Spiel einen nicht alles abnimmt. So, Auftrag erfolgreich beendet. Ich habe jetzt keine Fliesen mehr im Inventar, die eine Packung. Würde ich die wieder mitnehmen oder lassen wir die hier? Ich konnte die jetzt nochmal aufnehmen, aber ich habe jetzt kein Geld dafür bekommen. Aber die wurde jetzt nicht mehr gezählt. Ich wollte mal gucken, was passiert, wenn ich die aufnehme. Also ich hätte die auch einfach hier lassen können, die Packung. Okay. Okay. Dann sind wir damit fertig mit dem Auftrag. Und somit wurde der Spielstand wieder gespeichert. Dann gehen wir doch gerade mal gucken, was wir noch für einen Auftrag haben. Hier hätten wir nochmal ein bisschen Zeug rumliegen, ein bisschen Müll. Könnte man wegbringen, theoretisch. Sind wir weit davon weg? Eigentlich ja nicht, aber andererseits, wir haben keinen Geldmangel. Und deswegen jetzt extra zum Schrottplatz fahren, weiß ich nicht. Gut.
Ich hätte aber wirklich gerne in dem Spiel eine andere Minimap. Die, wenn man schneller fährt, automatisch rauszoomt, damit man einfach mehr sieht. Und die halt gerade jetzt zu Beginn die ganze Zeit eingeblendet wird und dass man die halt dann irgendwann mit Tastendruck ausblenden kann für sich. Aber standardmäßig sollte die eingeblendet sein, finde ich. Aber gut, das ist vielleicht Geschmackssache, wie gesagt, in der ersten Folge schon. Aber ich kann mich da irgendwie nicht so dran gewöhnen, dass ich jedes Mal, wenn ich die Karte mal in groß sehen möchte, jedes Mal dann die Karte ausblende und wenn ich sie dann wiedersehen will, nochmal drücken muss. Also das Spiel auf jeden Fall fordert die Finger. Man muss oft Sachen drücken. Schaffen wir noch. So. Ja, die Fahrzeugsteuerung an sich, darauf bin ich eigentlich, glaube ich, noch gar nicht in der letzten Folge eingegangen. Die ist soweit okay. Ich spiele ja hier auch mit Maus und Tastatur. Fühlt sich voll in Ordnung an. Ja, da hatte ich schon schlimmere Steuerung mit Maus und Tastatur. Das ist hier auf jeden Fall voll in Ordnung. So, da wären wir wieder zurück. Schauen wir doch gerade mal nach dem nächsten Auftrag. Auftragssuche. Neue Wandfliesen im Badezimmer verlegt werden. 7 Packungen, das ist ja dann noch mehr Arbeit wahrscheinlich. Wandfliesen, 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 Bodenfliesen entfernen. Ja, das könnte man von mir aus nochmal machen. Das war eigentlich ganz lustig, die rauszuklöppeln. Gartendekoration anliefern haben wir auch noch nicht gemacht. Wäre auch mal ganz nice. Ja, Bodenfliesen. Elektroinstallation haben wir noch gar nicht. Das haben wir noch gar nicht. Okay. Wollen wir einfach mal Gartendekoration liefern? Topfpflanze B und Topfpflanze D. B und D. Auftrag annehmen. Wurde angenommen. Gartenbedarf, Topfpflanze B und Topfpflanze D. Habe ich mir gerade einfach mal notiert. So. Die müssen wir nur mitnehmen. Die haben wir uns jetzt anliefern lassen. Jetzt schauen wir doch gerade nochmal nach. Dann sind die zwei Blumen hier. Ja. Und das haben die Leute nicht geschafft, selber irgendwie zu holen. Aber die Pflanzen sehen ganz gut aus eigentlich. So, schmeißen wir gerade einfach mal auf die Ladefläche und hoffen wir mal, dass die Pflanzen nicht aus der Ladeklappe hinten rausfallen oder durchfallen. Oh Mann, wie das Auto berührt. Ja, geparkt. Oh, ich sehe gerade, das ist ja direkt in die Ecke. Da lohnt es ja gar nicht, das Fahrzeug zu wenden. So, wir sind da. Genau, was hier vor. Rechts vor links und so. Hat KI-Fahrzeug wieder überhaupt nicht interessiert. Du kannst ja auch nicht wegrammen. Also die folgen, glaube ich, einem festgelegten Pfad. Ja, die folgen einfach nur ihrer Spur. Die sind da fest drauf unterwegs. Die kannst du nicht wegrammen. Und wenn da irgendwas ihre Spur kreuzt, kriegen sie es nicht rechtzeitig mit. Und dann macht es immer Puff und dann hat man einen Unfall. Naja. So. Gib mir mal die eine Pflanze her, die ich so liebevoll durch die Gegend geschmissen habe. Die angelieferten Objekte müssen an den vorgesehenen Plätzen aufgestellt werden. Okay. Ich muss ja jetzt wahrscheinlich nicht in die Wohnung rein, sondern ich muss hier draußen was machen. Versuche ich gerade mal in den Garten zu kommen. Genau, die eine Pflanze muss also dorthin. Genau, jetzt steht die da ordentlich. Und die andere Pflanze. Ich versuche gerade mal hier drauf zu springen. Das ist immer einfacher beim Entladen. Sieht aus wie fahren, ist wahrscheinlich auch fahren. Gut, die müssen wir hier aufstellen. Genau. Auftrag wurde erfolgreich beendet. Okay, das war auch noch easy. Ups, ich sollte vielleicht die Klappe auch zumachen. Sind wir schon fast bei 10.000 Geld. Tanken müssen wir noch lange nicht. Sprit sieht noch gut aus. Dann wieder zurück zum Büro. Man ist hier so wirklich Mädchen für alles. Man ist hier Mädchen für alles. Ja, Sachen anliefern, reparieren, rausreißen, neu bauen. So ein richtiger Hausmeister-Service sind wir hier gerade. Auftragssuche, was haben wir denn hier? Es soll neues Laminat verlegt werden. Neues Waschbecken eingebaut werden. Ja, ich habe das Gefühl, dass wenn wir mit dem Level hochsteigen, genau, wir sind jetzt Level 2, jetzt kriegen wir auch schwerere Aufträge rein. Alles klar, so ist das also aufgebaut. Auftragssuche. Trittschallschutzplatten brauchen wir und Laminat J und wir brauchen den Laminatschneider. Das Werkzeug müssen wir uns ja, glaube ich, beim Baumarkt holen. Dann würde ich mir einfach mal gleich den Laminatschneider holen und wir notieren uns mal Laminat J und
Trittschallschutzplatten. Okay, das ist sowieso, da gibt es nur die eine Sorte. Okay. Aha, kann ich nicht annehmen, weil, achso, ja, wir haben ja das, das finde ich auch mal blöd, dass man die Aufträge erst annehmen kann, wenn man das Material bzw. das Werkzeug geholt hat. Bestellen ging das ja, glaube ich, nicht, oder? Werkzeuge, nee, das sind die, die wir hatten. Wollte ich gerade einfach nochmal sicherheitshalber schauen. Und hier, da kriegen wir ja auch das Werkzeug nicht her. Aber man kann ja trotzdem nochmal durchgucken, sicherheitshalber, nee. Gut, dann fahren wir einfach mal los, holen uns das passende Werkzeug, dann kriegen wir da auch wenigstens unser Geld los. Das muss ich gerade nochmal überlegen. Das war hier hinten auch langfahren. Der hat uns jetzt glücklicherweise gerade mal wahrgenommen, sonst hätte es gleich wieder gerumst. Das war hier rechts entlangfahren, dann geradeaus, glaube ich, und dann die nächste links. Oder? Nee, Moment. Hier nochmal rechts, dann geradeaus fahren. Genau. Man sieht ja immer, wie weit ich ausholen muss und wie weit ich auf die Gegenfahrbahn rüber muss, damit ich diese Ecken nicht berühre an den Kreuzungen. So, das müsste hier links jetzt sein. Genau, da ist die Tankstelle. Tanken brauchen wir aber noch nicht. Da ist noch alles vollkommen in Ordnung. Gerade mal aus dem Fenster schauen, hat gerade irgendwie sich draußen sehr komisch angehört. Aber ich glaube, es ist gerade einfach nur wieder am Schütten. So, wir parken hier gerade mal ein. Und holen uns den Laminatschneider. Und theoretisch könnten wir auch gleich dann... Jetzt weiß ich aber, jetzt habe ich mir nicht aufgeschrieben, wie viele Packungen wir dann brauchen von den Laminaten. Sonst hätte ich das gleich mitnehmen können. Das ist halt dann gut, wenn du ein Lager hast. Dann kannst du die Sachen natürlich einlagern und nimmst einfach auf Verdacht was mit und dann hast du das schon mal da. Dann hast du das günstiger eingekauft, aber gut. So, wir brauchen auf jeden Fall jetzt hier den Laminatschneider. Jawohl. Oh, wie teuer der Hochdruckreiniger ist. Wie teuer jetzt auch das Gerät hier war. Tauchpumpe, okay. Aber das sieht auf jeden Fall alles noch sehr spannend aus. Auch Rasenmäher. Oh, wir können auch Rasen mähen. Nice. Es gibt ja auch den Lawnmowing Simulator oder wie der heißt. Ich weiß gerade nicht mehr genau. Hieß der so? Ich glaube schon. Den Rasenmäher-Simulator. Hatte ich mir auch mal angeschaut. War ich auch kurz mal überlegen, ob wir den mal spielen auf dem Kanal. Aber ich fand ihn dann irgendwie so langweilig, weil du halt die ganze Zeit wirklich nur auf Grundstücken durch die Gegend ömmelst. Durch die Gegend fährst. Ist halt Rasenmähen. Kannst du halt nicht spannender machen. Was willst du da machen? Ja, aber ich glaube, das hätte, wenn überhaupt, für eine Folge Unterhaltung gereicht. Und, deswegen hatte ich den dann doch nicht auf dem Kanal gezeigt. Wenn wir aber hier in dem Spiel natürlich sowas wie Rasenmähen drin haben, da haben wir ja Abwechslung, dann ist das natürlich eine coole Sache. Dann können wir auch hier gerne Rasenmähen. Ich tue ja eigentlich auch total gerne in der Realität Rasenmähen. Ich finde das irgendwie cool, entspannt. Und außerdem mag ich den Geruch total. Weiß nicht, gibt ja total viele Leute, die irgendwie auch frisch gemähtes Gras total gerne riechen. Ich gehöre zu den Leuten, die das auch gerne riechen. So, wir bestellen dann einfach wieder alles beim Supermarkt, beim Baumarkt. Die sollen es wieder anliefern. So, Hauptsache, wir haben jetzt das passende Werkzeug. Dann können wir nämlich den Auftrag annehmen. Gut, Auftragssuche. Okay, nur einmal und nur einmal. Alles klar, Auftrag annehmen. Auftrag wurde angenommen. Das ist auch hier mit dabei beim Malerbedarf. Da hatten wir Laminat J. Genau, und einmal Trittschallschutzplatten. Was ein Wort. Genau. Dann haben wir die zwei Sachen. Klappe auf. Laminat rein ins Fahrzeug. Wir haben ja auch erst letztes Jahr wieder Laminat neu verlegt wegen dem Wasserschaden. Mussten wir auch diese Trittschallschutzdinger holen und Laminat halt wieder verlegen.
Eigentlich ist Laminat ja echt eine klasse Sache. Das geht so flott und sieht ordentlich aus, sieht cool aus. Ich mag eigentlich Laminat. Und da gibt es ja auch so große Unterschiede, preislich heftige Unterschiede, aber die sind dann halt auch vom Verlegen sehr unterschiedlich. Ja, die eine Laminatsäule, die günstiger ist, die kannst du schwerer verlegen, die wehrt sich so ein bisschen gegen das Verlegen. Ja, wenn du da eine teure Sorte hast, die fallen quasi fast automatisch zusammen. Ich glaube, ich muss hier links fahren. Ich bin, glaube ich, falsch gefahren. Ich habe, glaube ich, falsch geguckt. Ich müsste jetzt dann rechts. So, wieder schön über die Ecke drüber. Hier jetzt auch rechts. Dann die nächste rechts. Und ich glaube, dann sind wir ziemlich beim Auftrag. Genau. Das hat man gerade auf der großen Map ein bisschen schlecht deuten können, ob das hier die Straße ist oder die andere Straße. Bevor wir den Auftragsdetails besser angucken sollen. So. Warnblinker, die Berechtigung überall zu parken. Denken jedenfalls viele. Blinker geht ja eh gleich wieder aus. Bürgersteig lassen wir frei. Ja, Pech, musst du jetzt warten. So, nehmen wir erstmal die Trittschalldämmung mit. Der angezeigte Bereich muss vollständig mit Laminat ausgelegt werden. Hier oben. Alles klar. Wir haben auch noch nie aus den Fenstern rausgeguckt. Okay, da sieht man eigentlich gerade gar nichts. Das wird ein Kampf, dieses Paket nach oben zu bringen. Wünscht mir Glück. Es ist jetzt wirklich komplett durch die Treppen durchgefallen nach unten. Es liegt hier. Wir versuchen es mal rückwärts. Ich will ja nichts sagen, aber der Auftrag ist jetzt schon in der Preview-Version zum Scheitern verurteilt. Ich gucke jetzt einfach mal so nach oben. Das gibt's doch nicht. Tief durchatmen. Hier Piepsgeräusche einsetzen, bitte. Ich drehe mich nicht um. Jetzt kann ich hier seitlich nicht hochlaufen. Und es ist erst eine Treppe. Wir müssen dann noch eine Treppe holen. Das Laminatpaket ist noch... Ich glaube, den Auftrag können wir nicht machen. Kann ich die Aufträge auch wieder abbrechen? Ich werde die Pakete da nicht hochkriegen. In der Preview-Version. Das ist natürlich super. Toll. Okay, wenn ich die Sicht nicht bewege, dann fällt das Paket nicht runter. Gut, ich glaube, wir haben den Trick gefunden. So, nochmal neu aufnehmen. Dass es halt auch durch die Treppen durchfällt. Das wäre ja alles halb so schlimm. Wenn es halt nicht durch die Treppen durchfallen würde. Ich gucke jetzt nach unten. Ich glaube, nee, nach unten gucken funktioniert hier zum Beispiel auch wieder nicht, oder? Oh, wir haben es geschafft. Das erste Paket ist oben. Puh, puh, puh. Oh Gott. Ja, das sind die gleichen Matten, die wir auch haben quasi. Da gibt es ja auch so Rollen, die kann man ausrollen und verlegen als Trittschalldämmung. Aber es gibt auch diese Platten. So, jetzt muss Laminat verlegt werden. Da gehen wir gerade einfach nochmal für raus. Oh Gott, wie sollen wir das große, breite Paket denn da hochkriegen? Auf Boden gucken und laufen? Okay, Boden gucken und laufen funktioniert. Huiuiui. Da haben wir aber Glück gehabt. So, ausgepackt ist. Laminatschneider liegt da. Moment. Ah, die muss ich jetzt selber hier zuschneiden, oder was? Okay, ah, okay. Da ist das Reststück. Boah, das ist aber eigentlich voll gut gemacht. Wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, dass man dann auch hier das Reststück tatsächlich nochmal mit einbaut, das macht man in der Realität auch, da verschwendest du das ja auch nicht. Da brauchen wir jetzt wieder ein kleines Teil, das müssen wir wieder zuschneiden, deswegen gehen wir an den Laminatschneider. Zack, 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 wieder zuschneiden. Das ist schon ordentlich gemacht. Auch, dass man vorher die Trittschalldämmung anbringen soll, ist schon, finde ich, gut. Muss man auch einfach mal ein Lob aussprechen, ist schon ordentlich gemacht. Achso, muss ich wieder zuschneiden? Entschuldigung. Das hätte man ja auch faul lösen können, aber nö, das wurde hier richtig bedacht umgesetzt. Finde ich gut. Das kleine Endstück, das ist immer ein bisschen friemelig, wenn man so kleine Stücke noch übrig hatten, die auch wieder einsetzt. Aber kann man machen. Gar kein Problem. Nur wir haben halt zu Hause keinen Laminatschneider. Wir machen das immer mit der Kreissäge. Knallhart durchgesägt. Funktioniert auch. So, das war's schon. Mein Werkzeug muss ich hier lassen, nehme ich nicht mit. Dann ist hier schon mal Laminat verlegt. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass die Wohnungen immer komplett leer sind. Immer komplett noch Baustelle. Ja, würde ich cool finden, wenn vielleicht die Räume, wo man gerade nicht dran rumwerkelt, wenn die schon mal fertig ausgebaut wären. Aber, naja. Hier staut es immer noch. Spielstand wurde gespeichert. Wir sind fertig mit dem Auftrag. Map, map. Das heißt, wir fahren jetzt wieder zurück. Rote Ampel habe ich nicht gesehen. Da war nichts. Ich fahre ja nicht über die Kreuzung. Ich fahre ja nicht über die Kreuzung. Wir dürfen das. Wenden auf komplizierte Art und Weise. So macht man das. Den kriegen wir noch. Boah, Bremse. Ja, nice. Ich einen Unfall gebaut und die KI auch wieder nicht gerafft, dass ich so blöd dastehe. So, der hätte mich jetzt auch fast noch gerammt. Naja. Nee, aber an sich, wie gesagt, Fahrzeugsteuerung ist vollkommen in Ordnung. Für Maus und Tastatur. Ja, der Unfall lag gerade an mir selber, dass ich da gegen die Mauer gefahren bin. Ich war einfach viel zu schnell unterwegs. Aber so an sich fühlt sich das alles eigentlich ganz gut an. Kann man schon machen. Dass man Blinker mit der Maus ein- und ausschalten kann, finde ich auch voll gut. Man kann es aber auch, wie gesagt, mit der Tastatur machen. So. Dann sind wir wieder zurück. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wir sind jetzt schon wieder bei 27 Minuten. Jetzt nochmal einen Auftrag annehmen, würde, glaube ich, die Folgenlänge sprengen. Und somit kommen wir dann langsam mal zum Ende der Folge. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, würde ich mich auf jeden Fall sehr über ein Like freuen. Gerne auch den Kanal abonnieren, gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde den Kanal sehr weiterhelfen. Und falls ihr auf der Suche seid nach Spielen, könnt ihr gerne in die Videobeschreibung reinschauen. Dort findet ihr einen Affiliate-Link, führt euch zu Instant Gaming, könnt ihr euch günstig und legal Spiele holen und damit auch gleichzeitig den Kanal unterstützen, wenn ihr das über den Link macht. Und für euch kosten die Spiele halt trotzdem nicht mehr. Genau, dann vielen Dank für die Unterstützung und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge dann. Euer Tommy. Tschüss.